Ja, und damit würde ich mal sagen, herzlich willkommen zurück bei unserer nächsten Aufnahme von Slander the Arrival. Und wir werden jetzt erfahren, was sich im unteren Teil dieser Mine hier befindet. Ich hoffe jedenfalls, dass es nichts allzu Schlimmes sein wird. Nicht schon wieder irgendwelche Scheißkinder, die auf Drogen durch Wälder rennen. Triff mich bei der Straße in einer Stunde. Ich habe eine Liste zurückgelassen mit Dingen, die du mir bringen solltest. Lass alles andere dort. Ich werde dir genau erklären, um was es geht, wenn wir uns sehen. Ich weiß, wie wir das alles hinbekommen können. Erzähl Lauren nichts über mich. CR. Karen wird mit K geschrieben, das heißt, Karen dürfte es nicht sein. CR, schwierig zu sagen, wer CR ist. Wie ihr schon seht, hier überall die Wände voll bemalt. Mit ha 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 ha. Es tut mir leid. Es tut mir so leid für alles. Das ist nicht deine Schuld, ich hab's getan. Wenn du das hier liest, dann ist es bereits zu spät für dich. Bitte lass ihn nicht in weitere Leben kommen. Das war alles meine Schuld. Das hier könnte mit dir enden. Lass ihn rein. Warum auch immer, lass ihn rein. Es tut mir so leid, dir diese Bürde auferlegt zu haben. Ich wünschte, ich hätte sie übernehmen können. Aber das darf nicht weiter sich ausbreiten, verstehst du? Wir müssen das hier enden. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber den gibt es nicht. Gott vergebe mir. Wahrscheinlich, ja, hat irgendjemand mal wieder mit dem Slenderman rumgespielt, hat ihn beschworen, Dinge sind passiert und jetzt merkt er erst, was für eine Riesenscheiße er gebaut hat und welche Leben er damit auch zerstört hat. Unter anderem, weil wir gerade über solche Dinge reden, fällt mir ein schönes Zitat aus einem Film ein, der jetzt auch bald ins Kino kommt. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Sag ihn nicht, denk ihn nicht. Okay. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich renne einfach mal. Okay, da war wieder so ein komischer Tentakelbaum. Ich hoffe, ich renne instant in die richtige Richtung. Ich weiß es nicht. Boah. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich richtig renne, Leute. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier los ist. Dezent in die falsche Richtung gerannt. Geil. Gibt es hier überhaupt irgendeine richtige Richtung oder müssen wir hier vielleicht irgendwas finden oder müssen wir hier einfach sterben? Ich weiß es nicht. Oh, und da habt ihr auch seine Tentakel gesehen, meine Freunde. Da habt ihr die Tentakel des Slendermans gesehen. Okay, ich renne einfach nur vor mich her. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ich habe keine Ahnung. Naja, aber die Person hat ja gesagt, wir sollen den Slenderman reinlassen. Wenn wir... Komm her, Slendy. Insta-Kill. Nein, das war's also nicht. Gut. Ich habe vielleicht gedacht, vielleicht müssen wir das tun. Naja, scheinbar ja nicht. Okay, diese Bäume sehen aber gut aus. Beim ersten Mal sind wir ihm länger entkommen. Ich glaube, ich hätte mich nicht einfach töten lassen sollen. Aber, nun gut. Vielleicht dann doch eher hier lang. Jetzt spielen wir eigentlich wieder den Kerl und nicht die Frau, ne?
laufe jetzt einfach mal. Ich wollte gerade sagen, ich laufe einfach mal zwischen den Bäumen entlang, die so aussehen, als würde es da ein Durchkommen geben. Okay, ich denke mal der Turm. Ich habe von Anfang an gesagt, es wird irgendwas mit dem Turm auf sich haben. Ich denke mal wirklich, dass ich da hin muss. Ah, okay, hier sind immer wieder zwei von diesen Bäumen, die so wie so ein Tor stehen. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich glaube, da müssen wir echt hin. Also müssen wir durchrennen. Oh, da ist eine Tür. Okay, hier drin ist genug Zeug zum Überleben, theoretisch. Okay, ist auch wieder irgendwas Ekliges drin. Ah, ich renne einfach nur von Feuer zu Feuer. Der Kollege. Hallo? Also wir sind definitiv am Arsch, es klärt jetzt alles auf. Boah. Okay, also die Leute drehen immer mehr durch und es hat sich so herausgestellt, dass dieser CR, der hier irgendwelche Sachen gepostet hat, die ganze Zeit diese Dinge, was wir machen sollen. Scheinbar hat er mit uns gespielt und hat uns bewusst hier hingelockt. Und so wie es aussieht, sind wir jetzt nicht nur in den Fängen des Slenderman, sondern wahrscheinlich werden wir selber zu so einem Ding, was hier die ganze Zeit die anderen Menschen verfolgt. Also uns verfolgt, so rum. Was ist hier los?
Also, meine lieben Freunde, das hier ist der Endscreen. Und ich versuche mal was. Ich hoffe, es läuft einfach ganz normal weiter. So wie es aussieht, nicht. Verdammt. Okay. Ja. Ich habe jetzt die... Genesicht, geil. Also nur damit ist es... Ich habe gerade außersehen... Also meine guten Freunde, das war Slender The Arrival. Zum Schluss hat sich jetzt scheinbar herausgestellt, dass gewisse CR kein Interesse daran hatte, dass es uns gut geht, sondern er hat mit uns ein Spiel gespielt, um den Slenderman hervorzulocken, wenn ich es aus dem Brief richtig herauslesen konnte. Menschen, die vielleicht besser Englisch können, sollten an dieser Stelle einfach mal anhalten, sich das Skript durchlesen und dann nochmal, ja, mir praktisch beantworten, was es damit auf sich hatte. Ja, wird ein an für sich sehr kurzes Video. Ja, 15 Minuten, aber damit endet Slenderman The Arrival und wie ihr gesehen habt, wurden wir zum Schluss von einem dieser Proxys getötet. Ich denke, der Proxy ist der kleine Mason gewesen, der eben jetzt weg ist. Und ja, ich wünsche euch natürlich weiterhin auf meinem Channel viel Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mich auf dieser durchaus gruselig abgefuckten Reise begleitet habt. Ihr seid die Besten und ich würde ganz kurz mal sagen, ich kann ja nochmal in die Extras gucken. Habe ich alle Items gesammelt? Ich glaube es fast nicht. Nee, also es waren definitiv Items dabei, die haben wir nicht gefunden. Glaube ich zumindest, aber ich möchte... Ja. Insgesamt... So viel haben wir nicht gefunden. Aber nun gut. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß weiterhin hier auf dem Channel. Ja, ich denke mal, gleich kommt der Abspann. Wir sehen uns dann im nächsten Game. Ich denke mal, jetzt wird dann erstmal wieder Life is Strange kommen. Und danach ein anderes Horrorspiel. Aber, meine Freunde, ich habe auch schon eins. Doch, ich habe auch schon eins gekauft. Ich habe nämlich auch letztens noch ein geiles Horrorgame gefunden. Das wollte ich euch eh zeigen. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Bada bam.